Sally, hier ist der Hobbit. Ja, heute zeigen wir euch mal, also habt ihr eigentlich Lust mit uns im Wald zu gehen? Ja klar habt ihr das, denke ich mal. Ja. Heute zeigen wir euch mal ganz interessante Sachen. Kommt mit. Wartet doch mal, hier ist doch was Interessantes. Man geht da schon los. Guck mal, ein junger Schwan. Das sind bestimmt die Jungen vom Vorjahr, wer sich noch daran erinnert. Oh, wie süß, vielleicht sagt das den einen oder anderen noch was. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Kanufahrer, ja. Das sind bestimmt Angler. Und hier vorne ist oder? Das Baggerloch hier in Dünnwald. Ja. Na, also viele, also ist eine ganz tolle Freizeitangelegenheit hier. Hier könnt ihr auch picknicken. Anlage, genau, hier kann man auch gut picknicken. Ja, hier macht man auch sehr viel hängen, abhängen. Genau. Aber bitte nicht schwimmen. Ja, es geht nicht schwimmen. Es machen zwar viele noch, die hier schwimmen, aber man sollte es ehrlich gesagt lassen. Es sind schon zu viele ertrunken. Leider. Wie kommt man eigentlich hier hin? Weißt du das? Ja, also ihr könnt hier fahren von Delre, könnt ihr fahren mit dem Bus bis Dünnwald. Dann könnt ihr, also Dünnwald Schwimmbad. Dann könnt ihr auch fahren mit der Linie 4 über den Wiener Platz. Und dann steigt ihr nochmal um den Bus. Also jetzt halt erstmal bis zum Leuchterstraße und dann wieder umsteigen den Bus. Okay. Ja, oder ihr googelt es nach und fahrt dann mit dem Auto. Genau. Ich denke mal, ihr habt auch Google Earth oder irgendwas oder Google Map oder wie das alles heißt. Ihr kennt euch damit bestimmt viel besser aus als wir. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier hinzukommen. Könnt ihr auch mal grüßen? Ich bin übrigens Cassie, mich kennt ihr ja schon alle. Wo ist Cassie? Cassie, wo bist du? Ich bin die Frau hinter der Kamera. Die Stimme hinter der Kamera. Das war jetzt ein bisschen unpersönlich. Also, geht's hin. Ja, wie gesagt, ich bin Cassie, ich bin die Frau hinter der Kamera. Und wir sind jetzt hier in Dünnwald. In Köln-Dünnwald, ne? Ja, genau. Das hast du ja schon gesagt. Bitte, wenn ihr so in den Wald geht, wir gucken ja manchmal Let's Plays, ne? Ja. Von Skong Savatar, erstmal alles gut zum Geburtstag, Savatar. Genau, auch. Ja. Genau, von uns allen, ne? An welches Let's Play denkst du, wenn wir jetzt so durch den Wald gehen? Slenderman. Slenderman. Haben wir jetzt noch keinen Brief gefunden, ne? Ja, super. Nee, besser nicht du, dann kommt er doch. Ich weiß nicht, guck mal, da hinten sind zwei kleine. Sind schon kleine Slendermänner. Kleine Slendchen. Ja. Oder Lämmchen, oder? Sollen wir mal ausprobieren, ob das Lämmchen sind, oder? Da kannst du gleich sehen, du, weil das Lämmchen nicht da. Hoffentlich wird Slenderman weitergespielt, oder? Ja, ja klar. Super gestern. Also den kriegt dich hier. Ich hab halt gesagt, scharf da. Wir sind richtig scharf auf Slenderman. Yay! Tabata, wir sind scharf auf deinen Slenderman. Das ist doch noch schlimmer. Guck mich doch mal an. Guck mich doch mal an. Ja. Die Spannung ist drin. Aber hallo, also machen wir beide gut drauf, macht's gut. Natürlich, klar. Das haben wir natürlich auch. Das ja. Den haben wir gestern mal gesehen. Den haben wir gestern alle beide gesehen. Ja. Und noch viele andere Filme mehr. Genau. Wie ist das mal? Amme, Dingsbums da. Amesia. 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 Ja, Amesia. Ja. Und an Dusseldorn. Genau. Ja, also wir stellen dann hier jetzt auch noch in Dünnwald. Genau. Wir gucken uns jetzt noch mal die nächste Erholungsstelle hier an. Richtig. Ja, da gehen wir jetzt so ein bisschen drauf zu. So. Wir sind immer noch am See, also das ist alles noch am See, auch wenn man jetzt nicht sieht. Ah doch, 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 da, 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 da ist See. Oh, ja. Wie die Romantiker hier so, Sonnenuntergang und so. Ja. Das war ein bisschen hart. Zwischen den Ästen bin ich gar nicht so romantisch. Was habe ich eine Ahnung von Romantik? Rennt auf. Also ich habe jetzt gerade gemerkt. Guck mal, die Blätter noch ein bisschen eben zusammenzutun. Also passt das schon. Ja. Jacke ausziehen, warm auf die Nein, aber rein. Die Hobbit hat eine Kuschelecke gefunden. Hobbit hat eine Kuschelecke gefunden. Ja, komm, dann gehen wir mal in die Kuschelecke. Gleich ist das jugendfrei. Alles jugendfrei. Wieder ein Stück Weg. Genau. Der Jäger zieht sich hier richtig. Und,
Wow. Ich spreche auch unheimlich schätzliche Natur. Ja. Also ich muss sehr schätzliche Natur. Oh, ich liebe das auch. Hier können die Tiere sich entfalten. Natürlich. Hobbit auch. Hobbit auch. Die kann hier richtig schön fallen. Da darf immer der ganze Müll reinschauen. Genau. Aber nur da rein und nicht in den See. Genau. Denn der ist groß genug. Ja. Und im See, ne? Wisst ihr ja, Tiere und so. Der Scheiße mit Müll. Auch kein Müll. Im Wald gehört irgendwie kein Müll. Nee. Weil es eine Erholungsstelle sein. Richtig. Der soll abgespannt werden. In der Stadt liegt genug Müll, da muss nicht auch noch alles vermüllt sein. Also Leute, wenn ihr picknickt oder so, packt euren Kram zusammen. Nehmt euch eine Mülltüte mit, schmeißt den ganzen Müll rein. Hier sind überall Mülleimer. Nehmt es mit nach Hause wieder oder tut es hier in den Mülleimer. Ja. Das ist auch keine Arbeit oder so. Machen wir zum Beispiel andauernd so. So, Hobbit, Kuschelecke zeigen, los. Kuschelecke? Kuschelecke. Ja, was hast du hier von dem Platz? Ja, der Platz ist super. Ja. Hier kann man super zelten. Ja. Im Sommer. Auf jeden Fall. Hier kannst du auch ein bisschen mit den Hunden spielen. Hier kann man, hier vorne kann man sich gut hinlegen. Genau. Und Picknick machen. Immer noch richtig. Hier sind auch hier so kleine Grillstellen. Ja. Bestimmt super feiern, denke ich mal auch. Ja, klar. Im Sommer. Auf jeden Fall. Ja, weil ich finde die Ecke gut. Ja, finde ich auch. Man hat die schön ausgedehnt. Ja, das kann ich euch jetzt euch zeigen wegen Sonne. Und wer zu viel gefeiert hat, der kommt ins Wasser. Ja. Yeah. Genau. Also ab ins Wasser, Hobbit. Ihr Lieben, jetzt gehen wir noch ein bisschen hier mit dem Gestrüpp durch euch. Mit euch. Ah, ich alles kann. Ein bisschen eng, wenn man durchstehen muss. Ich kann nicht mehr reden. So, weil hier müssen wir vielleicht auch ein bisschen klettern. Mal sehen, ob wir das zusammen hinkriegen. Aber ich denke schon. Wow. Walli, nicht fallen, du bist auf der Kamera. Na, kriegt sie es hin? Schafft ihr es? Letzter Blick auf den See. Soll ich schon mal die Kamera nehmen? Sag, kannst du das nochmal sagen? Ich sag eben, weil ich mit dem Stolpern dran jetzt war. Walli, und das eine. So, und hier habt ihr nochmal einen schönen Blick auf den See. Mit einer kleinen Kletterpartie geht alles besser, oder? Ja, ne? Also fit halten wir euch auch noch. Wohin geht's jetzt? Ihr geht aus dem Wald raus. Ja, wir gehen hier aus meinem Auto. Ja. Und fährt uns so bis zum Bistro, das heißt die zweite Hälfte vom Wildpark, wo wir dann auch uns noch was anschauen. Okay, komm mit. Ja. Dann gehen wir jetzt zum Auto. Ich hoffe, der See hat euch gefallen. Das hoffen wir wirklich. Weil im Sommer ist es schöner. Natürlich. Ist mehr los. Klar. Ja. Ja, wir wollten euch einfach mal so einen kleinen Einblick geben. Genau. So, Hobbit. Jetzt suchen wir mal dein Auto. Ob ich auch das Geld kriege? Mein Auto ist weg. Tja, das ist einfach versteckt. Du versteckst dein Auto? Nein, mein Auto. Da, 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 ist versteckt, ist versteckt. Weg. Nein. Das Auto ist weg. Nein. Hat bestimmt der Slenderman geklaut, der Schlimme. Der soll zu Fuß gehen. Da steht er. Ah. So, ihr
jetzt sind wir im Auto. Bis gleich. So, jetzt sitzen wir im Auto. Ja. Komm schon, Arvid, wo willst du hin? Ja. Wir fahren jetzt zum Bistro. Und da können wir am besten parken. Ja. Ja, und dann zeigen wir euch noch einiges. Die Bistro ist ja auch schön, was für Kinder, ne? Ich habe gehört, da gibt es Eis und Waffeln. Ein kleiner Spielplatz. Echt? Ja, ein ganz kleiner Stadt. Die Bistro ist auch so ein 20er-Jahres-Stil. 50er? 50er-Jahres-Stil. Also wer 50er-Jahres-Stil mag, der muss da auf jeden Fall hin nach Dünnwald. Das war auch sehr schön. Vor allem die Tiere haben wir letztens mal. Die zeigen wir euch gleich nochmal. Die sind bestimmt gewachsen. Kleine Perkels, ne? Ja.